Herzlich willkommen zu einem neuen Sound Recording Tutorial und dieses Mal schauen wir uns Unmixed Drums von Synaptic an. Unmixed Drums ist hauptsächlich dafür gedacht, um die Drums in einem fertigen Mix abzuschwächen, aber man kann auch wunderbares Drum Enhancement damit betreiben und genau das zeige ich jetzt hier. Wir haben hier diesmal keinen fertigen Mix, sondern einfach nur einen Drum Loop. Normalerweise würde man Unmixed Drums auf der kompletten Summe dann einfügen und da wir aber hier nur diese Drums zur Verfügung haben, machen wir stattdessen eine Art Parallelbearbeitung. Das heißt, ich füge mir jetzt hier eine neue Effektspur hinzu. Da lade ich Unmixed Drums drauf. Und dann richte ich mir hier einen Sandwick ein, womit ich das Ganze beschicke. Stelle das auf Prefader. So. Und jetzt hören wir uns mal nur den Effektkanal an. Das klingt momentan so. Und wenn wir jetzt hier diesen Drum-Level-Regler nach oben schieben, dann arbeiten wir nur noch die Attacks der Drums heraus. Die sind zwar sehr laut, deswegen wir hier den Synth-Angle ein bisschen noch runterziehen. So, dann verschwindet auch das Over hier oben. Den Threshold ziehen wir ein bisschen weiter nach unten, damit noch mehr Drum-Signale mitgenommen werden. Denn wir wollen nur diese Attacks hier betonen. Schauen wir hier mal mit dem Release-Regler das Ganze noch ein bisschen verkürzen. So, und jetzt ziehen wir den Effektweg hier herunter. Haben jetzt wieder unsere ganz normalen Drums hier. Und dann schieben wir einfach dieses bearbeitete Attack-Signal noch dazu. Man hört, wie die Drums viel, viel knalliger werden. Nochmal ohne Effekt hier. Und mit. Und wenn wir uns nur das Bearbeitete nochmal anhören, dann hören wir hier dieses reine, punchige Signal. Und wir können auch genau in die andere Richtung gehen, nämlich den eigentlichen Effekt von Unmixed Drums nutzen, das Entfernen von Drums. Das heißt, wir ziehen diesen Regler hier mal ganz nach unten. Man hört, wie diese Drums immer breiter werden. Das ist fast wie platt gebügelt. Ja, wir bleiben, glaube ich, hier bei diesen kurzen Settings. So, und wenn man jetzt aber dieses breite, sehr räumliche Signal wieder stark dazu schiebt, kann auch das einen sehr interessanten Effekt geben. Nochmal ohne Effekt. Und mit. Das hat ein bisschen den Charakter von einer sehr, sehr extremen Parallelkompression. Ja, und so kann man Unmixed Drums nicht nur dazu verwenden, um Drums aus einem Mix zu entfernen, sondern auch, um die Drums aufzupeppen. Viel Spaß beim Experimentieren!